Das hätten zum Ende der Hinrunde nur die wenigsten vermutet. Der FC Hansa Rostock hat die Drittligasaison 2015-2016 nach einer starken Rückrunde auf Tabellenplatz 10 beendet. Mit dem verdienten 3:1 Heimsieg gegen den hallischen FC setzte das Team von Cheftrainer Christian Brandt am Sonnabend vor knapp 20.000 Zuschauern einen versöhnlichen Schlusspunkt unter eine insgesamt durchwachsene Spielzeit. Die vielleicht noch größeren Emotionen gab es aber bereits vor dem Anpfiff des Ostduells. Die Kogge verabschiedete nämlich mit Erik Birkholz, Markus Gröger, Kai Schwertfeger, Mike Lukovic, Christa Youssef und Johannes Brinkis gleich 6 Spieler. Vor allem der Weggang von Kipper Pommes, der seit der D-Jugend alle Mannschaften des FC Hansa durchlaufen hat, war sehr bewegend. Besonders für ihn selbst. Einen besseren Abschied hätte ich mir nicht wünschen können. Hat alles gepasst, alles super. Normal bin ich gar nicht so emotional, aber das musste nun mal raus. Und ich bin froh über jede einzelne Sekunde, die ich spielen durfte für diesen tollen Verein und werde natürlich Hansa immer verbunden bleiben. Der FC Hansa wünscht allen bereits verabschiedeten Spielern viel Erfolg bei ihren kommenden Stationen. Und apropos Stationen, an diesem Sonnabend dürfen sich alle Fans der Kogge auf ein buntes Programm und viele abwechslungsreiche Stationen bei 50 Jahre Hansa, der Hansa-Tag für Groß und Klein freuen. Auf dem Kunstrasenplatz vor der Geschäftsstelle am Trotzenburger Weg sowie am Fanhaus wird den Besuchern ab 13 Uhr und damit vor den beiden Spielen im Ostseestadion so einiges geboten. Ja, also unser Partner. Die einzelnen Sponsoren unterstützen uns auch und werden hier verschiedene Attraktionen bieten. So zum Beispiel einmal wird es ein Fotostudio geben, dann wird es eine Torwand geben, Zockerkäfig, Musik wird von Antenne gebracht. Dann haben wir die Hüpfburg, hatte ich noch nicht gesagt, ja, die Hüpfburg. Und Elfmeterkönig werden wir ausschießen. Ja, also wir können gespannt sein. Kinderschminken wird es geben, also vieles mehr. Ich kann jetzt gar nicht alles aufzählen. Mittendrin im weiß-blauen Geschehen sind dann übrigens auch 3 waschechte Hansa-Idole. Mike Werner, Joachim Streich und Oliver Neuville sind ab 14 Uhr für einen Legendentalk zu Gast im Hanseatentreff und erzählen spannende Geschichten aus ihrer Zeit beim FC Hansa. Der Eintritt ist genau wie bei den weiteren Aktionen auf dem Kunstrasenplatz und am Fanhaus frei. Die günstigen Tickets für die Duelle der Fan-Elf gegen die Traditionsmannschaft und der Hansa-Profis gegen Union Berlin sind in allen FC Hansa-Vorverkaufsstellen, im Onlineshop und natürlich am Sonnabend ab 13.30 Uhr an den Stadionkassen erhältlich. Alle weiteren Informationen und täglich neue Inhalte zum Hansa-Tag findet ihr auf www.fc-hansa.de. Den etwas anderen Hansa-Tag erlebten diese Jungs bereits am Dienstag, nämlich den Torwarttag der FC Hansa Fußballschule. Unter der Leitung von Stefan Caro, dem Torwarttrainer der Kogge, und Jonas Hoffmann, dem Schlussmann unserer U21, ging es auf dem Rasenplatz der Profis um die Verbesserung der eigenen Fähigkeiten. Das Spezialtraining wurde zum ersten Mal ausschließlich für ältere Nachwuchsfußballer angeboten. Während es bei dem Torwarttag für die Jüngeren vor allem darum geht, Talente früh zu erkennen und zu gucken, was für den FC Hansa dabei sein könnte, aber auch vor allem um Spaß für die Jungs, geht es ja jetzt hier schon ein bisschen im Leistungssportbereich darum zu gucken, was können die Jungs. Es geht nicht mehr so darum, nur Spaß im Training zu vermitteln, sondern auch gucken, dass sie Leistung bringen können. Und ja, und der Herr Caro hat sich da einiges entwickelt. Es gibt jetzt ja diesen Torwarttag für Junge, für Alte. Es gibt diese Torwartschule. Da hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Und das ist, glaube ich, eine gute Sache für Torhüter aus Mecklenburg und der Umgebung hier. Und das gilt natürlich auch für Jonas Hoffmann. Der 20-Jährige ist bei den verschiedenen Torwartprojekten des Vereins fast gar nicht mehr wegzudenken. Schließlich hilft Hoffi immer wieder als Trainer aus und begleitet die jungen Talente damit auf ihrem Weg. Als Aufgabe ist es natürlich auch was Besonderes, man ist den ganzen Tag mit den Jungs zusammen. Man lernt sie halt, auch wenn es nur ein Tag ist, ein bisschen genauer kennen, aus sportlicher, aus menschlicher Sicht. Man sieht, wer kann gut umgehen, wenn was nicht so klappt, wer kann damit nicht so gut umgehen. Und ja, man freut sich halt auch drauf, wenn man dann beim zweiten Mal bekannte Gesichter wieder sieht, dann muss es einem ja gefallen haben. Und ja, das macht einen glücklich so als Trainer auch, wenn dann jemand da Gefallen dran findet und wiederkommt. Wenn auch ihr Lust auf ein professionelles Torwarttraining habt, dann klickt auf die Seite www.fc-hansa-fußballschule.de. In den aktuellen Fördertrainingseinheiten sind noch wenige Plätze frei.